Gibt es so etwas wie eine rationale Blase an den Märkten, also einen Zustand, wo alle eigentlich wissen, dass Assetpreise wie Aktien im Grunde sehr, sehr teuer sind, wahrscheinlich überteuert sind, aber es dennoch eine rational begründbare Erwartung gibt, dass die Preise noch teurer werden? Wenn wir das mal auf die aktuelle Situation beziehen, ist die Erwartung eben die, dass einerseits die Notenbanken ihre ultralaxe Geldpolitik unverändert fortsetzen würden, Quantitative Easing betreiben etc. etc. Auf der anderen Seite aber die Wirtschaft sich erholen wird, weil eben die Corona-Krise endet oder auf jeden Fall geringer wird. Wir sehen ja, dass die Zahlen schon weltweit im Grunde deutlich nach unten gehen, was Infizierungen und was Hospitalisierungen betrifft. Dann also ein Zustand eintritt, wo eine extrem expansive Notenbank dort der Fall ist. Auf der anderen Seite eine deutlich anziehende Wirtschaft der Fall ist. Diese anziehende Wirtschaft, die trifft dann auf eine Situation, wo praktisch viel mehr Nachfrage als Angebot der Fall ist, kurzfristig zumindest, sodass dann die Preise deutlich nach oben gehen. Dadurch entsteht Inflation und dementsprechend denken alle jetzt, ja, wenn die Inflation kommt, dann erwarte ich, dass die Preise weiter steigen, also kaufe ich besser jetzt als eben später. Das ist ja das Kennzeichen in einer Inflation. Die Leute kaufen jetzt in Erwartung später steigender Preise. Bei einer Deflation schiebt man die Käufe eben auf in Erwartung später fallender Preise. Schauen wir uns die Dinge mal ein bisschen an. Ja, es ist allen bekannt oder dürfte allen bekannt sein, dass die Aktienmärkte zum Beispiel in den USA extrem teuer sind, so teuer wie noch nie. Wir haben jetzt beim Buffett Indicator, also praktisch der Indikation, die bemisst die Aktienmarktkapitalisierung in Relation zum amerikanischen BIP, sind wir über 200%, gab es noch nie. Der historische Durchschnitt würde eine Bewertung von derzeit um und bei 120% zum BIP nahelegen. Wir sind also fast doppelt so teuer, wie es eigentlich angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Lage gerechtfertigt wäre. Das ist aber nicht der einzige Indikator. Wir sehen insgesamt zum Beispiel MSCI World Index Price-to-Earnings-Ratio, also praktisch Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35, extrem hoch, so hoch wie seit der Finanzkrise nicht mehr oder praktisch der Situation, als noch alles so richtig schick war. Kurze vor Platzen der Immobilienblase in den USA, auch hier extrem teuer. Wer sagt, naja, ist ja günstig, der hat solche Charts wahrscheinlich noch nicht gesehen. Und wir sehen eine Panik-Euphorie-Situation. Hier gibt es ja dieses Panic-Euphoria-Model von der Citigroup. Die müssen praktisch schon nach oben ihren Chart erweitern, weil sie das sonst gar nicht mehr erfassen können. Also es gibt eine immense Euphorie, weil man sich sagt, hey, beste aller Welten, Geldpolitik der Notenbanken expansiv, auf der anderen Seite anziehende Wirtschaft, bald die Corona-Krise zu Ende, besser geht es doch gar nicht. Die Frage ist nur, ob all das eben wirklich so eintritt. Wir sehen auf der anderen Seite dann eben die Folgen dieser ultralaxen Geldpolitik. Companies have issued a record of 139 billion junk-rated bonds, also 139 Milliarden an Junk Bonds wurden bereits in diesem Jahr emittiert, so viel wie noch nie, und es sind vor allem die Triple C oder sogar noch tiefer gerateten Bonds, also totaler Ramsch, totaler Schrott, wo praktisch die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass das emittierende Unternehmen bald pleite ist, nicht mehr zahlen kann. Da wird nochmal richtig Geld eingesammelt, weil die Leute eben nicht wissen, wohin mit der Liquidität. Da geht man dann eben solche Risiken ein, von denen eben vielleicht schon zu hinterfragen ist, wie rational das ist, solche Risiken einzugehen. Also wir sehen auch hier eine Geldschwemme, die sich darin äußert, dass Dreck gekauft werden muss, offenkundig, weil man sonst nirgendwo mehr Renditen bekommt. Und so ist ein Risk-On-Modus an den Märkten entstanden, also eine Risikobereitschaft an den Märkten entstanden, wo schlechte Nachrichten, gute Nachrichten sind auch gute Nachrichten eben. Wir haben das schon öfter gesehen, wenn zum Beispiel die US-Arbeitsmarktdaten schlecht sind, dann sagt man sich, oh, dann gibt es mehr Stimulus. Also man dreht und wendet sich, wie man es haben will, und das ist eben derzeit das dominierende Motiv. Und das ist eben so dominierend, dass es praktisch schon fast keine Gegenmeinungen mehr gibt. Hier sehen wir mal das Gruppendenken der Investoren. Also was denken die Leute? Und Gruppen, je mehr Gruppen denken, umso uniformer die Erwartung an die Zukunft. Wir haben jetzt praktisch einen Rekord
Wir hatten 2017 mal eine ähnliche Situation im Rahmen der US-Steuerreform, faktisch der Unternehmenssteuersenkung, die damals von Trump gemacht wurde. Jetzt also beherrscht eine ähnlich optimistische Sicht auf die Dinge eben diese logische Stringenz, die ich vorhin versuchte auf den Punkt zu bringen. Die Frage ist nur, naja, wenn alle das Gleiche denken, dann passiert gerne mal auch etwas anderes. Das ist zumindest eine Lehre aus der Geschichte. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass all das nicht so passiert, wie die Leute sich das vorstellen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass der Stimulus gar nicht diesen Effekt mehr hat. Denn wir sehen, dass viele Leute nicht mehr in der Lage sein werden, mehr zu konsumieren. Es gibt viele Argumente dafür, die sprechen, dass wir vielleicht dann einen kleinen Effekt sehen, wenn jetzt nochmal 1, irgendwas Billionen an Stimulus kommt, aber das wird letztendlich nicht viel ändern an der Gesamtsituation. Also möglicherweise überschätzt man so ein bisschen die Wirtschaftsentwicklung, zumindest jetzt was mittelfristige Wirtschaftsentwicklung betrifft, und ist da schlichtweg zu optimistisch, aber das muss eben die Zukunft zeigen. Schauen wir mal hier vor allem die Werte an, die mit Call-Optionen angegangen werden, die steigen am stärksten, haben eine massive Outperformance gegenüber anderen. Wir sehen also, dass alle irgendwie dabei sind, alle sind all in. Das ist schick, solange eben diese Grunderwartung nicht in Frage gestellt ist, dass alles besser wird, dass letztendlich die Wirtschaft wieder anzieht, die Corona-Krise vorbei ist, während gleichzeitig die Notenbanken eben eine ultralaxe Geldpolitik betreiben. Aber wenn da einer dieser Faktoren plötzlich nicht mehr sicher ist, fragwürdig wird, dann müssen alle zur gleichen Zeit durch dieselbe Tür und dann könnte es ein wenig unsportlich werden. Jetzt gibt es so jemand wie Warren Buffett, der in der Vergangenheit ja praktisch vergöttlicht wurde. Ich habe mich dem nie angeschlossen. Ich halte ihn für einen sehr intelligenten und sehr erfahrenen Investor, aber eben nicht für einen Gott, wie viele das getan haben. Jetzt prügeln alle auf ihn ein und sagen, Mensch, was ist denn los, Warren? Was ist denn mit deiner Performance? Warum bist du denn so schlecht derzeit? Und da hat jetzt kürzlich Buffett gesagt, people that have very overvalued stocks, die also sehr überbewertete Stocks, Aktien haben, are frequently on some scale between promoter and crook. And that's why they get there. Also die sind so ein bisschen zwischen Promoter und, naja, Crook ist eigentlich ein Betrüger. Also die haben eine bestimmte Denke, die sozusagen andere versucht davon überzeugen, dass eben die Sachen total interessant sind, dass man da unbedingt investieren muss und dass gleichzeitig da natürlich teilweise unsauber gespielt wird. Jedenfalls eben die Frage hier zum Beispiel von Barron's, diesem Anlegermagazin, what's wrong, Warren, was ist also los mit dir? Warum bist du so schlecht, warum schneidest du schlechter ab? Aber wir sehen, wenn wir uns mal die Vergangenheit anschauen, dann sehen wir, dass wenn der Unterschied zwischen der Performance des S&P 500 und von Berkshire Hathaway, also dem Unternehmen von Warren Buffett, so groß wird, dann ist das meistens ein Kaufsignal. Dann könnte man Berkshire Hathaway long gehen und den Markt short gehen. Derzeit haben wir die Situation wie 1999, da war das Performance Gap zwischen Berkshire und dem S&P 40%. Und das ist eine interessante Entwicklung, ein interessanter Indikator, finde ich, der die Dinge hier auf den Punkt bringt. Jetzt steigende Inflationserwartung. Ich hatte es vorhin gesagt, Wirtschaft wird anziehen, so die Erwartung. Dementsprechend wahrscheinlich dann sehr viel Nachfrage entstehen. Die Leute wollen reisen, die Leute wollen dann ins Restaurant, die Leute fragen Güter nach, während gleichzeitig die Wirtschaft vielleicht aufgrund von problematischeren Lieferketten etc. gar nicht mehr hinterherkommt. Also steigen die Renditen für Staatsanleihen. Wir sehen jetzt, dass die 10-jährige US-Staatsanleihe schon über der Marke von 1,24% war. Das geht jetzt also doch wieder ein bisschen schneller und auch in der Eurozone steigen die Anleiherenditen. Hier die französische zum Beispiel ist deutlich gestiegen, wenngleich noch im negativen Bereich. Aber es zeigt, dass da was nach oben geht, was die Anleiherenditen betrifft. Und die Erwartung ist eben, dass diese Corona-Krise bald vorbei ist. Hier sehen wir mal die Hospitalisierungen in den USA waren wir im Top über 130.000, sind jetzt knapp über 70.000 an Menschen, also die aufgrund von Corona praktisch im Krankenhaus sind. Eine relativ deutlich fallende Kurve, wir sehen fallende Zahlen praktisch überall auch in der Welt, trotz Mutation. Die Frage ist das temporär? Ist das also nur eine kurze Delle und dann geht es wieder nach oben? Das ist die Möglichkeit. Aber wir sehen hier Mohamed El Erian, der den Begriff jetzt kürzlich in diesem Interview
mit CNN gebraucht hat, über die rationale Blase. Er sagt, wir sind natürlich jetzt in einer Situation, wo die Märkte all das antizipieren. Und wenn das eintritt, dann wird die Fed natürlich große Schwierigkeiten haben, einen Exit hier zu finden. Wie kommst du aus der Nummer wieder raus? Du hast massive Fehlallokationen von Kapital. Ich hatte vorhin diese Junkbonds gezeigt. Da fließt also Geld in Schrottunternehmen, muss man sagen, statt in produktive Unternehmen, die vielleicht viel mehr für die Zukunft der Menschheit machen würden als irgendwelche Unternehmen, die eben durch die Notenbanken als Zombies am Leben erhalten werden. Und da ist zum Beispiel natürlich auch Bitcoin vielleicht ein interessantes Thema. Hier sagt Mohammed Al-Erian, ja, das ist eine Art Verzweiflung der Unternehmen, die gar nicht wissen, wohin mit der Liquidität, und sie misstrauen so allmählich vielen Dingen. Und das ist vielleicht auch ein generelles Misstrauen in die USA, in die Wirtschaftsentwicklung, Schuldenentwicklung in den USA. Man befürchtet ein Weimar Germany, also praktisch die Hyperinflation der Weimarer Republik. Wenigstens da haben wir Deutschen mal einen Standard gesetzt, nicht wahr? Das ist einmal, ne, können wir stolz drauf sein. Jedenfalls ist hier die These in einem Artikel der Financial Times, dass der Hype auf Bitcoin ein Stück weit eben ein Misstrauensvotum gegenüber der Weltmacht der USA ist. Wir waren heute schon wieder knapp an der 50.000er Marke bei Bitcoin, aber da kommt er irgendwie nicht drüber, da muss er drüber, dann wäre wahrscheinlich charttechnisch im Mindesten weiteres Potenzial. Kommen wir zur aktuellen Situation. Wir haben eine riesige Kältewelle in Teilen der USA, vor allem in Texas. Dort sind die Leute ja das nicht unbedingt gewohnt, ne? Normalerweise spazierst du da im Februar bei 15 Grad über die Straße, aber jetzt ist Frost und das ist praktisch so, dass jetzt die Stromerzeugung nicht mehr klappt aufgrund der Temperaturen. Hier in Port Arthur, größte Ölraffinerie, geschlossen. Man muss teilweise ganze Gegenden vom Netz nehmen. 13 Bundesstaaten in den USA sind betroffen. Teile Mexikos sind betroffen. Also das hat durchaus dann auch Auswirkungen auf die Märkte, wie wir gleich sehen werden. Und jetzt kommt dann gleich wahrscheinlich die nächste Kältewelle rein. Wie man hier sieht, der Süden, der mittlere Westen und der Nordosten dürften davon betroffen sein. Also das wird wohl weitergehen, und wir sehen, dass dann natürlich jetzt plötzlich die Ölproduktion in den USA deutlich runtergefahren werden muss. 1 Million Barrel pro Tag dürften hier fehlen jetzt, dürften weniger produziert werden. Das hat Auswirkungen auf den Ölpreis, hat Auswirkungen auf den Spread zwischen Brentöl und WTI-Öl. Und wir haben heute jetzt noch, um noch das Ganze abzurunden, heute den ZDW-Index um 11 Uhr. Naja, was wird da erwartet? Das wird sich dann zeigen. Man war ja zuletzt relativ optimistisch, anders als beim IFO-Index, by the way. Und wir sehen dann, gibt es wieder ein bisschen Knatsch jetzt mit China und in den USA. China, so ein Bericht, das sagt jetzt oder plant offenkundig den Verkauf von seltenen Erden einzuschränken, um praktisch sich einen Vorteil gegenüber den USA zu verschaffen. China besitzt ja 70-80% der seltenen Erden weltweit. Und es geht weiter für Biden, der jetzt nach dieser Ruhezeit, kann man sagen, was Außenpolitik betrifft, jetzt plötzlich herausgefordert wird. Angriff auf einen US-Stützpunkt im Irak, in Erbil, dieses Kurdengebiet im nördlichen Irak. Hier hat Blinken, der Außenminister der USA, gesagt, wir sind outraged, wir sind also ein bisschen, na, wie soll man sagen, nicht angetan von dieser Geschichte. Ein Servicemann ist da offenkundig verletzt worden. Und das, meine Damen und Herren, ist das Wort zum Sonntag, das Sie hier sehen. Das ist mein Schlusswort. Jedenfalls sehen wir eine Situation, wo jetzt natürlich Blasenentwicklungen der Fall sind, aber alle wissen im Grunde, dass es eine Blase ist. Das macht diese Blase allein schon ein bisschen rational, weil man sich eben denkt, ja, die Blase wird noch größer, weil wir eben vor einer Situation stehen, die steigende Preise rechtfertigt. Die Frage ist nur, wird diese Zukunftserwartung auch so eintreten, die praktisch alle uniform haben? Die Geschichte lehrt, dass normalerweise, wenn alle das Gleiche denken, dann das Gegenteil passiert. Ob es diesmal auch so sein wird, das wird abzuwarten bleiben. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen herrlichen Dienstag und sage Servus und Ciao.